Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Brutal Legend. Wir haben jetzt in der letzten Folge haben wir es geschafft, uns hier runter zu manövrieren. Und scheinbar müssen wir jetzt hier eine Verteidigung aufbauen. Das machen wir doch gerade mal. Nita, was hast denn du zu sagen? Alright, time to grab this ice. Now? Rocky, die Trockeneisminen. Okay. Yeah, my only worry is that we're not alone here. Ophelia? What happened to you? Do you really want to know? Oh, don't worry. The song only hurts me. So, kleiner Nachtrag von mir. Ich musste jetzt hier an der Stelle die Originalmusik rausschneiden, da ich von YouTube immer wieder einen Strike gekriegt habe. Also kein Strike, sondern die Musik wurde mir stumm geschaltet für das komplette Video. Drüber labern hat leider auch nicht viel gebracht, deswegen ich hoffe, es passt einigermaßen. Jetzt weg. Fire up the stage. So, Bühne gegen Bühne, so wie es aussieht. Trockenes Eis, nasse Gräber. Übernehmen die Kontrolle. Okay. Spezialisten. Hintergrund Cradle of Filth. Gut. Dann erstmal ein Upgrade. Und dann brauchen wir gleich ein paar Fans. Was haben wir denn an Fans? Gar keinen im Moment, oder? Wir haben echt drei. Mira, you've become so bitter. Why don't you come to my place for a nice, relaxing swim? Ach, ist das? Ah. Dann holen wir doch mal die Lita mit. Oh. erinnert mich ein bisschen an das Video von Pink Try. Gut, da haben wir schon mal welche. Gut, dann gehe ich mal nach oben. Wie viel haben wir im Moment? Wieder ein bisschen. Dann, was nehmen wir denn zuerst? Ja, ich würde sagen, das. Ihr habt euch soweit gesammelt. Dann mal da drauf. Das sollte noch kein Problem sein, das Ding hier wegzumachen. Ihr dürft natürlich auch gerne mitkommen. So. Gut, Nachschub. Headbanger, ein Lemmy.
Gut. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus bisher. Das Ding fällt, hoffentlich. Ja, ist gefallen. Gut, dann gehen wir runter. Und solieren mal eine Runde. So, das wäre unser. Ist natürlich auch die Frage, ich guck mal gerade, ob wir da hinten... Da ist auch offen, Mist. Das heißt, wir haben zwei Seiten, die wir verteidigen müssen. Ihr kommt mal mit. Ihr auch. Und zwar macht ihr jetzt... Wie weit ist denn das hier? Ach, da sind die schon, okay. Gut, dann kommt ihr auch mal mit. Wahrscheinlich greift jetzt gleich von der anderen Seite an. Ihr könnt euch jetzt mal das Ding hier vornehmen. Gut, und währenddessen noch mal ein Upgrade. Dann können wir gleich nochmal mit den schweren Geschützen vorrücken. Obwohl, warte mal, vielleicht wäre es gar nicht so dumm. Ja, die gehen nämlich jetzt hinten rum. Allerdings haben sie dann hier auch ihren Merch-Stand ungeschützt gelassen. Ah, jetzt kommen sie, okay. Greift ihr mal kurz an und jetzt hier drauf. Zahlmäßig sollten wir die eigentlich packen. Wieso haben die eigentlich hier so eine Gewitterwolke? Ich will auch so eine Gewitterwolke. Truppen. Laufen. Gut. Wie sieht denn das hier aus? Packt ihr das? Ich glaube, ich greife da mal mit ein. Ach, my father, Rick Nurok. Was that the secret you couldn't tell me? What about him? That he used to be, your parents' boss. Idiot. You don't know anything, including how to fight apparently. So, ich ziehe mich mal gerade schnell zurück. Dann haben wir hier unseren Nachschub. Hallo Nachschub, ihr bitte mal ganz schnell da hoch. Go protect our merch booth. Toward the light. Gut, in der Zeit können wir nochmal neue, jawohl. Warte ich mal schnell, bis die fertig sind. Hier noch welche, die sind glaube ich alle drauf gegangen oder was? Oh, doch nicht. Könnt ihr euch mal alle drauf konzentrieren? Ich kämpfe hier mal ein bisschen mit. Die sind jetzt wieder aufgeladen. Was war das jetzt? Hey, lass du hier unsere Headbanger in Ruhe, Ophelia. Gut, zurück. Nachschub. Hallo Nachschub, ihr geht jetzt bitte mal dahin und greift auch mit an. Nachschub Nummer 2 geht auch dahin. Gather round, me warriors! Nee, das solltet ihr machen, genau. Wie sieht denn das hier aus? Geht sogar einigermaßen. Was sind hier wieder die Emos? Aber der ist down. Sehr gut. Habt ihr prima gemacht. In der Zeit könnt ihr dann schon mal... Da ist ja auch noch ein Merch-Booth. Den niedermachen. I want that Merch-Booth destroyed. Ich warte mal drauf, dass wir jetzt hier unseren hinbauen können.
Hoffe ich doch mal. Ja, ja, ja. Jawohl. Dann jetzt mal schnell. Und dann hätten wir noch mal ein bisschen Nachschub. Das Ding ist schon niedergemacht, oder was? Nee, ich dachte gerade. Ach, hier ist noch so ein Reiter. Dann hauen wir die noch mal Platz. Komm her, du verdammter Reiter. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Kopflose. Das sieht nicht gut aus. Nachschub. Zwar dringend. So. Na, ich bin ganz allein. Okay, dann mal schnell zurück. Ach, hier haben wir noch welche. Gut, Truppen, auf geht's. Nach vorne bitte. Hier die nächsten Truppen. Merch dann wird angegriffen. Ich weiß auch, glaube ich, schon welcher. Ihr alle los. Gucken, ob ihr was retten könnt. Okay, hier haben wir noch ein paar. Gut. Show's over that way. Das Bild, dass wir den mal hier rüberziehen müssen. Ja, und dann wäre der platt. Mist. Können wir was machen? I'm stronger now. It's gonna stop me. No. Running off again. Na, jetzt will. Ja, komm jetzt. Jetzt genau den wollte ich. Puh. Nachschub, Nachschub. Ja, ab geht's. Kill the booth. So. Ihr auch. Those fans so they may come to love us. Wir haben noch nicht genug. So, ihr kommt auch mit. Find a beacon and get yourselves there. So, dann könnt ihr mal hier angreifen. Get moving. Move it. Let's see some muscle out there. Wo ist die Unterstützung? Headbanger. Hier so ein Lemmy, genau. Keep them coming. Show's over that way. Wie sieht denn das hier aus? Find the beacon and get yourselves there. Oh, dieser blöde Weg. Brauche ich echt dringend mal, dass wir hier ein paar Leute direkt in der Nähe ausbilden können. Gut, da hätten wir hier unsere Truppe Roadies. Und ihr macht euch auch auf den Weg. Das sind nämlich Pilzdinger. Angriff. Get moving. Ist das hier jetzt Ophelia oder was? Find the beacon and get yourselves there. Keine Ahnung, mach die mal Platz zuerst. Okay, everybody, listen up.
Genau, und ihr macht nämlich jetzt mal den Powerplatz. So. Derzeit Nachschub. Wie sieht's hier aus? Klappt das einigermaßen? Naja, nicht so wirklich, wie es aussieht. Ich fürchte, ich muss einfach viel mehr sammeln fürs Erste. Was ist hier unten los? Ist ja auch quasi unverwundbar. Ich mache jetzt mal hier einen Cut, werde noch ein bisschen Truppen ausbilden. Jawohl, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir es dann hoffentlich schaffen, den Stand von Ophelia niederzumachen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao!